Wir können jetzt dann auch zur Abstimmung der Tagesordnungspunkte des heutigen Plenartages kommen. Ich habe den Gong jetzt mehrfach betätigt. Ich darf die parlamentarischen Geschäftsführer fragen, ob ich mit den Abstimmungen beginnen kann. Keiner widerspricht, dann wollen wir das jetzt auch so machen. Die Liste ist Ihnen ja auch zugegangen. Wir beginnen mit den Tagesordnungspunkten 84, 58 und 87, die heute zusammen mit der Regierungserklärung aufgerufen worden sind. Ich lasse zunächst abstimmen über den Tagesordnungspunkt. Ja, Kollege Frömmrich. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich beantrage beim Tagesordnungspunkt 87 getrennte Abstimmung des ersten und des, also getrennte Abstimmung, den Punkt 1 und 2 und dann die anderen Punkte. Alles klar, dann muss ich mal hier meine Mappe aufmachen. Also noch mal bitte, 1 und 2 getrennt abstimmen. Okay. Fangen wir aber an mit Tagesordnungspunkt 84. Das ist der Dringliche Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Solidarität mit den Beschäftigten bei Continental Industriestandort Hessen transformieren, Drucksache 20-3738. Wer stimmt diesem Antrag zu? Die Fraktion der DIE LINKE und die Fraktion der Sozialdemokraten. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, CDU, FDP, die Fraktion der AfD ist die fraktionslose, und die fraktionslose Abgeordnete stimmt auch dagegen. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Antrag mit dem eben genannten Stimmenverhältnis abgelehnt. Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 58. Das ist der Antrag der Fraktion der SPD. Der geht in den WVA. Danke schön. Wir stimmen jetzt ab den Tagesordnungspunkt 87. Das ist der Dringliche Antrag der Fraktion der SPD betreffend Solidarität mit den Beschäftigten von Continental, Drucksache 20-3756. Wollen wir den jetzt abstimmen, so wie Kollege Frömmrich es beantragt hat, oder wollt ihr den auch in den WVA jetzt abstimmen? Dann lasse ich zunächst die Ziffer 1 abstimmen. Wer für die Annahme... Oh, können wir zusammen machen. Alles klar. Dann lasse ich jetzt zunächst Ziffer 1 und 2 abstimmen. Wer für die Annahme von Ziffer 1 und Ziffer 2 ist, bitte ich um das Handzeichen. Linke, SPD, Grüne, CDU. Wer ist gegen Ziffer 1 und 2? Die Fraktion der AfD und die Freien Demokraten und die fraktionslose Abgeordnete. Kann jetzt die restlichen Ziffern kann ich auch zusammen abstimmen lassen. Ich frage jetzt, wer für die Ziffern 3, 4 und 5 ist. Den bitte ich um das Handzeichen. DIE LINKE, die Fraktion der SPD. Und wer ist dagegen? Dagegen ist die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, CDU, die Freien Demokraten, die AfD und die fraktionslose Abgeordnete. Ich lasse mir das nicht mehr ergänzen abstimmen. Dann haben wir das alles klar so festgestellt. Wir stimmen nun ab über den Tagesordnungspunkt 87. Ne, das haben wir eben gemacht. Jetzt lasse ich abstimmen über den Tagesordnungspunkt 7, das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN für ein 11. Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes, Drucksache 20-3634 zu Drucksache 20-2788. Und ich darf fragen, wer dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zustimmt. Den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion von BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und CDU. Wer stimmt dagegen? Linke, SPD, AfD und die fraktionslose Abgeordnete. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion der FDP. Damit ist der Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN angenommen und zum Gesetz erhoben. Die dritte Lesung findet ja nicht statt, ist obsolet, und damit ist auch der Tagesordnungspunkt 86 obsolet. Wir stimmen nun ab über den zusammen mit der zweiten Lesung aufgerufenen Tagesordnungspunkt 89, Dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Sprachförderung in Kindertagesstätten. Ja, Sprachförderung ist ein gutes Stichwort. Also noch einmal bitte, wir stimmen jetzt ab über den zusammen mit der zweiten Lesung aufgerufenen Tagesordnungspunkt 89, der Dringliche Antrag der FDP betreffend Sprachförderung, Drucksache 20-3761. Wer stimmt diesem Antrag zu? Das ist die AfD, die FDP, die SPD und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen?
die Fraktion der CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer enthält sich der Stimme? Die fraktionslose Abgeordnete. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Es folgt jetzt die Abstimmung über die Tagesordnungspunkte 13 und 14. Wir stimmen zunächst ab über Tagesordnungspunkt 13, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zum ersten Medienänderungsstaatsvertrag, Drucksache 20-3725 zu Drucksache 20-3199. Ich darf fragen, wer dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Bündnis 90 Die Grünen, CDU, SPD, Linke. Wer stimmt dagegen? AfD, FDP und die fraktionslose Abgeordnete. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zum ersten Medienänderungsstaatsvertrag angenommen und zum Gesetz erhoben. Wir stimmen nun ab über den Tagesordnungspunkt 14, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zu dem Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung, Drucksache 20-3726 zu 20-3207. Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD, Linke und FDP. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der AfD und die fraktionslose Abgeordnete. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Gesetzentwurf der Landesregierung angenommen, mit dem entsprechenden Stimmenverhältnis und zum Gesetz erhoben. Wir sind jedenfalls nach meiner Liste, ich hoffe, Sie haben keine andere Liste, am Ende der Abstimmung für den heutigen Tag angekommen. Ausschusssitzungen finden heute nicht statt. Und insoweit freue ich mich darauf, Sie morgen früh pünktlich um 9 Uhr hier zur 54. Plenarsitzung begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen guten Abend.